So, dann machen wir jetzt mal mit Mission 9 weiter. Fürstentum Silberstrom. Meine Spione haben mir berichtet, dass Fürst Voss versuchen will, uns zu umgehen und durch dieses Reich zu fliehen. Stoppt ihn schnell, bevor er weitere Unterstützung finden und den Spieß umdrehen kann. Okay, wieder so eine Art Schleichmission, wie wir sie bei Mission 6 schon hatten. Der Fürst will fliehen und wir müssen ihn abfangen. Na, mal gucken, ob wir es so hinkriegen. Nehmt diesen Edelstein, edler Ritter, und bringt ihn sicher durch das nächste Reich. Dazu müsst ihr euch an die Wachen in den Außenposten wenden. Erzählt ihnen von eurer heiligen Suche und betet, dass sie euch zuhören. Denn wenn ihre Herzen tapfer und gut sind, werden sie ihre Posten verlassen und sich euch anschließen. Beeilt euch! Möge euch der Gedanke stärken, dass ihr für das Gute kämpft. Bäh. Also als Keeper finden wir solche Reden nur eklig. Verstärkte Tür. Eure Aufgabe, Keeper, ist es, die Außenposten zu vernichten, in denen der Ritter Unterstützung anwerben will. Wenn ihr Erfolg habt, können ihm die Toten nicht mehr helfen. Ein Grund für uns zu feiern. Okay, das bedeutet, wir haben in dieser Mission auf jeden Fall eine Deadline. Also sollten wir gucken, dass wir uns schnell darum kümmern, hier alles zum Laufen zu bringen. Macht euch mit ihm vertraut. Ein widerliches Biest, dessen Bauchumfang ihm etwas im Weg ist. Aber seine Größe und Dickköpfigkeit leisten ihm in der Schlacht gute Dienste. Juhu, wir haben endlich mal den Teufler. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Wir können endlich den Teufler benutzen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Der Teufler ist nämlich, wie soll ich sagen, eigentlich eine der besten Kreaturen, abgesehen von Horny. Kann viel einstecken und auch viel austeilen. Und andererseits aber auch, ja. Na gut, er ist langsam, das ist seine Hauptschwäche eigentlich. Aber ansonsten ist er ziemlich, ziemlich starke Kreatur, ziemlich starke Einheit eigentlich. So, machen wir mal den Weg zum Gold hier drüben frei. Oh, sehr schön. Noch was Neues, was sehr gut für diese Mission ist. Edelsteine. Das bedeutet, wir brauchen nur hier die Schatzkammer und hier einmal die Edelsteine zum Graben auswählen. Dann werden die Imps immer wieder die Edelsteine anbuddeln. Das ist so eine Art unendliche Goldquelle. Okay, das heißt, wir haben schon mal einen ziemlich guten Ausgangspunkt. Dafür haben wir ziemlich viele. Naja, gut, es sind drei Wachposten. Nein, ich will nicht. Ah, jetzt hängt mein Scrolling. So, genau. Okay, also ich schätze mal, er kommt aus diesem Heldentor hier unten und bin zu dem Heldentor da oben. Also sollte ich gucken, dass ich hier mich verbarrikadiere und ja, ihm dann die Hölle heiß mache. Wenn ich den Wachraum dann noch ausschalte, sollte das eigentlich gehen. Ich greife hier jetzt noch das letzte bisschen Gold frei und dann, wenn ich Gold brauche, wende ich mich an den Edelstein. So, der Teufler wartet auf einen Trainingsraum, den kann er doch gleich haben. Ah, vier Teufler schon. Das ist sehr gut. Und die schlafen auch in so komischen, wie kann man das beschreiben, Kratern. Sieht ein bisschen unappetitlich aus, das grüne Zeug darin. Aber gut. Zaubermäßig. Ach, bauen wir hier mal die Bücherei rein. So. Jetzt habe ich eigentlich hier noch Platz für einen Kerker. Den können wir auch irgendwie etwas größer machen. So habe ich eigentlich die wichtigsten Gebäude.
In die Richtung weitergraben lasse ich jetzt erst einmal, weil eigentlich dürften wir mit dem Platz, den wir hier haben, einigermaßen hinkommen. Ja, genau. Hier steht's, kann permanent endloser Reichtum geschürft werden, also an der Edelsteinader. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Jawohl, der Magier. So haben wir eigentlich alle wichtigen... Soweit alle wichtigen Räume. Was fehlt uns eigentlich noch? Ein Schlafsaal haben wir. Schlafsaal haben wir. Wiederfarm haben wir. Wir haben eine Bibliothek und einen Trainingsraum. Schatzkammer Werkstatt. Eigentlich das Casino wäre noch nicht schlecht. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Stellen wir mal ein paar mehr Imps zum Buddeln hier drüben ab. Und verdreschen sie mal, dass sie etwas schneller arbeiten. Denn wir haben hier definitiv eine Deadline, die wir einhalten müssen. Und ich will wenigstens diesen Raum hier einnehmen. Bevor die Deadline abläuft. Sonst haben wir definitiv zu viele Feinde, die uns bedrängen. So, komm, gib mir 6000 noch. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Also ja, die Edelsteinader ist schon praktisch, weil ich genügend Geld zusammenkriege. Das Problem ist halt, es können nicht so viele Imps daran arbeiten. Ich glaube maximal 3 Stück pro Seite und leider kann ich nur von einer Seite dran an die Ader. So. Gut. Jetzt heißt es hierher eine Brücke bauen. Die ist zum Glück nicht so teuer. Schon könnten wir bei ihnen einfallen, aber ich warte jetzt noch einen Augenblick. Obwohl beide Teufler sind eigentlich... Wir sollten eigentlich mit den 4 Wachen klarkommen. Vor allem, wenn ich eine rauslocken kann. Ja, prügelt auf ihn ein. Los. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Okay, ein Zauberer unglücklich. Dann helfen wir dir mal nach. Geh, hol dir einen Schlafplatz. So. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Ja, schön weiter drauf einprügeln. Aber ich denke, wir kommen gut hin, was das angeht. Hier wäre noch ein bisschen Gold, was wir ausschürfen könnten. So. Ach, ich mache mir mal die Mühe und erschaffe noch 2 Imps. Jetzt habe ich 10 Stück. Die dürften eigentlich reichen. Jetzt kann ich auch hier die Brücke wieder kleiner machen. Hier sind gerade mal 2 Wachen drin, also brauche ich gar nicht erst
super, ich kann meinen Horny schon wieder nicht beschwören. Den habe ich doch gar nicht in der letzten Folge, in der letzten Mission benutzt. Da hätte er mir noch zur Verfügung stehen müssen. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. So, dann heben wir mal hier ein bisschen aus. Ja, und meine Ebens, die prügeln auf diese Fackeln drauf ein. Also Geldprobleme habe ich schon mal keine mehr, was ich gut finde. Die Mission dürfte eigentlich relativ schnell gehen. Wenn die Deadline nur so kurz ist. Dann werde ich mal sehen, ob ich dann vielleicht heute in der Session 3 Missionen aufnehme. Oder... Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Was soll das jetzt? Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Nicht meine Imps tot machen, weg mit euch. Alarmflagge, los. Jetzt darf ich wieder die Brücke hier etwas ausbauen. Das war jetzt mehr oder weniger praktisch, dass auf einmal komischerweise die Gegner hier aus ihrer Kammer gekommen sind. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ja, genau, verprügelt ihn. Wie viele Lebens habe ich jetzt? Einer geht noch. Naja, der darf stirbt wahrscheinlich. Ich habe jetzt eh schon 4 Skelette. Das ist ja fast schon eigentlich ausreichend. Wenn ich noch die hier verprügel. Die sammeln mir immer noch genug Geld. Wie viel Geld liegt eigentlich schon im Wein? Ach, dann entlasten wir mal die Schatzkammer hier ein bisschen, indem wir Geld zu meinem Dungeon-Herz rüberbringen. So. Während meine Truppen hier alle trainieren. Theoretisch könnte man im Portal noch Kreaturen anlocken, aber irgendwie tut es das gerade nicht mehr. Im Augenblick habe ich gerade mal 11 Kreaturen. Ah, aber gut. Geht schlafen, Teufler, und dann könnt ihr weiter trainieren. Und währenddessen, wir gehen schon mal die... Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat.